Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2017, Schwerpunktthema Operationsverstärker, und da machen wir heute Tag 16 auf. Und da ist nichts drin, doch hier sitzt ein Kondensator, ein ganz normaler Scheibenkondensator, relativ klein. Gucken wir mal ins PDF. Tag 16 wie ein Geigerzähler. Der ist gerade schon wieder rausgegangen. Hinter dem 16. Türchen finden Sie einen weiteren Scheibenkondensator, diesmal mit 10 Nanofarad. Bauen Sie ihn in den Tongenerator ein. Auch veränderte Widerstände kommen zum Einsatz, um die Tonhöhe anzupassen. So, hier steht drin. Das ist auf der einen Seite nicht neu, auf der anderen Seite doch neu. Die LED arbeitet hier in zwei Richtungen. Einmal, das hatten wir ja schon, in Sperrrichtung lässt sie den Strom ja durch, wenn man sie anleuchtet. Und aber auch in diese Richtung lässt sie den Strom durch. Sie arbeitet also hier in beide Richtungen. Das ist jetzt neu. Gut, gucken wir mal. Aber die Schaltung soll, das steht hier auch noch drin, grundsätzlich verändert worden sein im Vergleich zu gestrigen. Oh ja, der Spannungsteiler hier ist ein anderer. Das ist aber jetzt eine Frage des Ohmschen Gesetzes, da mag jeder selbst nachrechnen. Ja, okay, gucken wir mal. Bauen wir mal. Also können wir eigentlich Tabula Rasa machen. Ja, machen wir die Platine mal leer. So, hier sieht man schon ganz gut, was wir mittlerweile so an Bauteilen gesammelt haben. Der rote kann jetzt wirklich mal dahin, wo er hingehört. Ja, das ist alles Fusch. So, 2,2 Kilo brauchen wir. Rot, rot. 2,2 Kilo. 2 Nullen. Ja, rot, rot, rot. Würde ich sagen, habe ich hier. Gut. So, rote LED. Grüne kann weg. Grüne kann weg. Rote LED. Kilo Ohm. 403. Orange, orange, gelb. Und er geht hier oben auf den Spannungsteiler. Die Brücke ist richtig. Ja. Die Brücke ist richtig. So, dann brauchen wir 100 Kilo Ohm, also 1, 0 und 4. Braun, schwarz, gelb. Haben wir den zufällig hier auch noch liegen? Braun, schwarz, gelb, ja, aber. So, einmal bauen wir den dahin. Dann machen wir nochmal braun, schwarz, gelb, damit der Spannungsteiler auch sauber arbeitet. So, und jetzt brauchen wir noch den Kondensator von heute. Der kommt dorthin. So, die Teile sind über. Der Kondensator und zwei Widerstände. Dann hören wir uns doch mal, wenn ich die Batterie jetzt finde, an, wie das funktionieren soll. Licht.
Jetzt gibt es wahrscheinlich hier ein Problem mit dem Ton. Ich guck mal, ob ich das hier hinkriege, wenn ich das wirklich an das Mikrofon halte. Also die Schaltung funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das Mikrofon das kann. Also um es mal in der Theorie zu erklären, wenn ich den hier drauf halte, hört man auch, je näher ich rangehe, desto wird diese knack, 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 knack. Um dann Geigerzähler zu erkennen, braucht man schon Fantasie. Jetzt habe ich aber noch nicht verstanden. Hier stand ja drin, die LED soll in zwei Richtungen funktionieren. Also müsste sie ja auch leuchten. Aber wann? Fakt ist, wenn ich jetzt hier so sitze und lese, ich höre ihn doch knack, knack, knack. Ah, das nächste steht hier auch erklärt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Diode arbeitet zwar in beide Richtungen, aber nicht als LED, sondern bloß als einfache Diode. Ja, also die Schaltung funktioniert. Das soll Tag 16 gewesen sein. Kommt als nächstes Tag 17 Elektronenorgel. Bis dahin, tschüss.